Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dokutsu Monogatari oder auch Cave Story. Ich meine, wir könnten jetzt Grasstown besuchen, natürlich. Da kann ich abbrechen, okay. Connecting to Grasstown. Ah, okay. Also muss ich erst rausgehen. Aha, Mimiga Village. Lass mich sofort raus! Halt deine Zunge! Du bist der Grund, warum Toroko gekidnappt wurde. Toroko, genau. Den Namen muss ich auch noch in den Text bringen. Unsere einzige Chance ist es, dich ihn zu übergeben und für das Beste zu hoffen. Du... Creep-Eyed, wie kann ich das übersetzen? Gruselaugenfreak. Wenn wir Toroko nicht zurückkriegen, wenn wir Toroko nicht sicher zurückkriegen, schwöre ich, werde ich dich Gliedmaß für Gliedmaß auseinanderreißen. Das ist böse. Hui, das Spiel macht so viel Spaß. Ja, ich bin Justin, ich habe dieses Spiel seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, weil ich Urlaub hatte und... ja. Jep! Ich hänge hier fest. Die Vasallen des Doktors haben mich gekidnappt. Nein, die Vasallen des Doktors haben einen Mimiga gekidnappt und denken, es wäre ich. Sie wäre ich. Ihr Name ist Toroko. Und wenn keine der anderen Mimigas etwas mit mir zu tun hätte, sie war freundlich und nett. Ich weiß. Warum gehst du nicht für mich? Mein Bruder ist an einem Ort, der Grasstown heißt. Finde ihn und bring ihn her. Was sagt King dazu? Das ist das Schicksal aller, die... die Befehle unseres Dorfes stören. Okay. Dann geht's mal wieder zurück. Die Musik in diesem Spiel ist awesome. Ich liebe dieses Spiel und ja. Ich speichere lieber nochmal ab, weil Speichern ist schön. Speichern macht Spaß. Und wenn wir speichern, können wir nicht sterben. Wir wollen nach Grasstown. Ja, danke. So eine schöne Musik! Es sollte verboten sein. Hallo, mein Name ist Santa. Ich war weg, Wasser zu holen, als ich plötzlich vom Monster angegriffen wurde. Ich kam zurück und rannte nach Hause, aber irgendwo auf dem Weg habe ich meinen Schlüssel verloren. Ich habe mich ausgeschlossen aus meinem Haus. Wollen wir dir mal helfen? Ja. Fliegende kleine... Okay, du bist jetzt auch auf Max, das finde ich doch schön. Und tut mir leid, dass ich meinen Controller so laut hört, aber ich kann da nichts für. Ich kann das Spiel nicht mit der Tastatur spielen und mein Mikrofon ist einfach viel zu empfindlich. Tut mir wirklich leid. Oh, mein Key. Lass mich doch einfach aua. Ah, den muss man ja so aufheben, ne? Ja, Santas Key. Okay, wir haben genug. Und gleich haben wir unseren Fireball. Und wenn wir springen, sind wir langsam schneller. Oh, das ist der Schlüssel zu meinem Haus.
wir haben ihm seinen Schlüssel wieder gegeben. Danke! Komm herein. Ich habe eine nette Belohnung für dich. Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Oho. Ein Soldat von der Oberfläche. Ich dachte, der Krieg war bereits vorbei. Was auch immer. Wenn du vorausgehst, pass auf diese Power Critters auf. Wenn sie auf dir landen, tut's weh. Aua. Okay, ich bin hier runtergefallen. Das ist unschön. Oh, was haben wir hier? Watch out, Death Trap to your left. One touch means instant death. Ja, wie wir sie aus Mega Man kennen, die Instant Death Spikes. Und ich wurde gerade MTS angestupst während der Aufnahme. Finde ich wirklich äußerst freundlich. Ja, ich möchte resten. Hui, ich spreche mal mit dir. Danke, du hast mich wirklich gerettet hier. Hier, du kannst das haben. Got the Fireball. Du suchst nach jemandem? Ich habe niemanden hier in der Gegend gesehen. Wenn du... wenn du weitergehen möchtest, weiter rein, musst du durch das Lagerfeuer in Shekos Haus. Und irgendwas war mit Sheko, dass wir da so ein Lipstick kriegen und anscheinend schläft sie mit uns und ich weiß nicht. Bitte. Moment, wir haben eine neue Waffe. Diese Waffe ist verdammt awesome, nur nicht äußerst effizient gegen fliegende Gegner. Na, fliegst du? Ja, Level up. Hahaha. Ich sag mal, der Fireball, der ist eine verdammt geile Waffe. Aber auf das Wetten-Combine kommt das in diesem Spiel an. Nein, die ganzen EP! Aua. Ich brauche Scheiße ohne Ende. Oh ja. EP. Hallo du, komm her. Huhu. Auf Level 3. Das heißt, wir haben jetzt blaues Feuer. Habe ich schon mal gesagt, dass ich blaues Feuer mag? Ich mag blaues Feuer. Button Splashing habe ich auch verlernt, anscheinend. Und ich weiß, dass wir hier an einen Health Tank kommen. Aua. Warum sage ich eigentlich Health Tank? Oh, man könnte es... Wenn man nicht so inkompetent wäre wie ich, könnte man es auch so da rüber schaffen. Halt, wenn man nicht so inkompetent wäre wie ich. Also versuche ich mal kurz nicht ich zu sein und bin immer noch inkompetent. Juha... Juhara, genau. Justin, lern Deutsch, lern jubeln. Scheinbar kannst du das noch nicht. Nein! Komm, komm, danke. Live Capsule, okay, dann war es halt eine Capsule und kein Tank. Was auch immer. Maximales Leben um 5 gesteigert. Genau, da war was, ne? Ein Jellyfish. Die müssen eigentlich gleich auftauchen, denn... Erstmal speiern wir noch ein bisschen. Tü-tü-tü.
Hallo, Shaco. Hallo, Sir. Hallo. Oh Gott, das ist aber ein gefährliches Item, das du da hast. Bist du ein Reisender? Ja. Ich möchte resten, bitte. Health restored. Hallo, du. Oh Gott, la 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 la. Okay. Ah, hier mein Inventar. Okay. Wir möchten nämlich irgendwie Shaco's Lipstick haben. Ah ja. Stimmt. Hinter den flackernden Flammen entdeckst du ein Loch. Die Flammen sind im Weg und du kannst nicht dahinter kommen. Oh, du möchtest durch mein Lagerfeuer? Dann brauchst du ein wenig Quallen. Saft. Denn kannst von die du von den Quallen kriegst, woher auch sonst. Da da da. Aim for the big sucker. Jetzt mal dich resten. Health restored. Oh, sie schläft da. Ja, schlafen wir mal mit ihr zusammen. Restored. Sie schläft immer noch. Und in unserem Inventar haben wir Shaco's Lipstick. Red Lipstick. It has no use. Aber, was ist da bloß passiert? Da liegt auf einmal ein Hase in uns, in dem Bett, in dem wir geschlafen haben. Suspiziös, suspiziös. Ich möchte meine Inkompetenz mal wieder beweisen, indem ich sterbe. Wir kennen den Dialog schon. Ja. Da, da, da. Ja, ist gut. Schlafen wir einfach mal hier. Und wir haben wieder unseren Red Lipstick. Jetzt speichern wir. All die Dialog-Setup. So. Okay. Diesmal versuche ich nicht allzu inkompetent zu sein. Ach ja, bald ist Schluss mit dem ganzen... Ah, hoch in die Unverwundbarkeitszeit. Heilige Scheiße. Puh. Nein, da unten gehe ich jetzt nicht rein. Ups. Falsche Richtung. So, und wir brauchen insgesamt dreimal diesen Jellyfish Juice. Und man kann sich eine Menge Weg ersparen, wenn man, ja. Aua! Ah! Inkompetenz lässt grüßen. Es macht Schaden. Ich mach Schaden. Okay, was auch immer. Wie er sich da auch immer hochgebackt hat. Und als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, wusste ich nicht, dass der Big Sucker der Typ ist, der... Moment. Hier oben hängt. Aua.
Schade, dass sie sich nicht gegenseitig verletzen. Hat mich einmal gekriegt, das ist unschön. Open the treasure chest. Jellyfish chest. Yay! Scheiße. Ich bin inkompetent as fuck. Jetzt den ersten Use für Jellyfish Juice, den man eigentlich als zweites erst braucht oder als letztes. Als zweites. Ja, wir haben Charcoal gefunden. Und ob das glaubt oder nicht, wir brauchen sie. Und ich möchte jetzt nicht in die Spikes treten. Ja, treten. Da haben wir uns jetzt eine Menge Weg erspart. Inkompetenz, gib mir kein Herzinfarkt. Hahaha. Ah, Inkompetenz, sie bringt mich irgendwann noch um. Was sie sowieso schon mehrmals getan hat. In diversen Spielen. Und vor allen Dingen in League of Legends, wo sie sowieso die meiste Zeit sterben. Ich habe das Gefühl, irgendjemand will bei mir ins Zimmer. Ah, ich kann nur so wenig springen. Hallo du. Easy going. Keine Sorge, wir müssen ja noch mal hin. Mal ganz kurz. Tut mir wirklich leid wegen dem Button Smashing die ganze Zeit, dass ihr ertragen müsst, aber mein Controller ist nun mal lauter. Haha, nicht nix für. Ich könnte wegen hart auf die Tasten schlagen, ja, aber ihr hört das trotzdem. Wenn ich nicht so hart drücke, dann kann ich nicht so schnell schießen. Und wenn ich nicht schnell schieße, dann sterbe ich. Und dann kommen wir nicht im Spiel weiter. Dann werdet ihr immer dieses Spiel sehen und immer nur diese eine Stelle, immer und immer und immer wieder. Na, hat Chuck was jetzt was zu sagen? Du hast den, ja, ich lese es verspätet. Du hast den Quallensaft bekommen? Wunderbar, ja. Dann kannst du ja jetzt durch das Feuer, du kannst nur eins davon zur Zeit tragen. Ja, du kannst es so oft nehmen, wie du willst. Ja, jetzt saven wir. Dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part weiter. Bis dann, euer Justin. Tschö, tschö.